Hallihallo und mal wieder recht herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode vom DAX-Tobi. Bevor wir mit der heutigen Folge loslegen, möchte ich euch doch mal wieder darum bitten, lasst doch bitte ein Abo da und aktiviert das Glöckchen, damit ihr immer informiert werdet, so wie ein neues Video von mir hochgeladen worden ist. Nach wie vor habe ich Urlaub und ihr seht jetzt heute nun die zweite Folge aus der Fuzzi-Quadrologie, also aus dem Thema eine kleine Runde mit Fuzzi ist das jetzt die zweite Episode. Freut euch dann noch auf zwei weitere Folgen, die dann die nächsten Tage veröffentlicht werden. Denn es ist ja immer noch so, zurzeit habe ich immer noch Urlaub und habe von daher relativ viel Zeit, mich um meine Videoaufnahmen und Tonaufnahmen und so weiter zu kümmern, dass ich dann fast jeden zweiten bis spätestens dritten Tag ein neues Video hochladen kann. Ja, dann kommen wir doch auch schon zum heutigen Thema, was ich mal so kurz ansprechen wollte. Mal so kleinere Updates, die ich euch dann eben kurz vorstellen wollte oder die ich mit euch kurz besprechen wollte, was so die nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre anstehen wird. Zum einen ist dann mal vorgesehen, dass das Minibike aus der Folge DAXTOBI 002, ich baue mir noch ein weiteres Minibike oder irgendwie so heißt die Folge, dass dieses Minibike einmal ein neues Lackkleid bekommt. Also sprich, ich habe mir da letzte Woche eine neue Lackierpistole besorgt. Nachdem die inzwischen 8 Jahre alte Lackierpistole dann doch nicht mehr so richtig wollte, wie ich irgendwie wollte. Also da hat irgendwie gar nichts mehr gestimmt an der Pistole und von daher habe ich mir gedacht, ich nehme mal wieder ein bisschen Geld in die Hand, kaufe mir eine gescheite neue Pistole, dass ich da mal wieder richtig lackieren kann. Das habe ich mir dann vorgenommen auch für die nächsten 2-3 Wochen dann eben an diesem Minibike, Custombike, Lowrider, DAX oder wie auch immer ich diese Bike nennen wollte, da geht es dann ganz munter weiter. Da dürft ihr euch also auf ein weiteres Video dann von mir freuen. Ja, was steht denn sonst noch an? Ja, also wie ich es bereits kurz angesprochen hatte, nach wie vor, da habe ich Urlaub. Und Urlaub ist bei mir mal damit verbunden, in erster Linie mal ausschlafen und dann erstmal aufstehen, wann es mir gefällt. Also sprich, sich keinem Duktus irgendwelcher Zeitordnung zu unterwerfen, sondern einfach so zu leben, wie man es selbstbestimmt dann eben am liebsten hat. Ich habe dann auch noch nicht mal eine Uhr dabei, also ich schaue nicht großartig auf die Uhr, wie spät haben wir es denn, sondern ich lasse dann einfach so den Tag vergehen und ich stehe auf, wenn es hell ist, gehe ins Bett, wenn es dunkel ist, so ungefähr. Und so bringt man dann den Tag auch irgendwie rum. Ist auch sehr schön, wie gesagt, eben unterliegt keinerlei Diktat oder irgendeiner Zeitrechnung oder Zeitordnung. Man muss sich da eben an keine Zeitordnung irgendwie halten. Kann selbstbestimmt eben den ganzen Tag verbringen und ich denke, das ist doch auch was. Dann habe ich noch ein weiteres kleines Update, und zwar das Minibike namens Hubert alias die blaue Honda Monkey Z50J von 1982 betreffend. Und zwar, da habe ich ja in einer von den letzten Episoden mal eben demonstriert, wie ich so einen Vergaser-Einstellung dann vorgenommen habe, wie ich den Vergaser eben zuerst grob hingedreht habe und dann noch etwas feiner eingestellt habe. Ich habe da jetzt in der Zwischenzeit bei diesem Bike mal so 2-3 Probeläufe veranstaltet, habe es immer so ein bisschen im Leerlauf vor sich hin tuckern lassen. Also was ganz besonders toll ist, die Maschine springt mit dieser Vergaser-Einstellung sofort an. Nach einer ganz kurzen Warmlaufphase kann ich also sofort dann den Choke rausnehmen und die Maschine laufen lassen. Sie bollert dann ganz schön und gemütlich vor sich hin. Wenn ich Gasstöße gebe, kurze Gasstöße, also dann nimmt sie ganz locker das Gas an, ohne sich zu verschlucken. Will ich allerdings dann die Drehzahl ein bisschen erhöhen, gehe also dann aus dem Leerlauf, von der Leerlaufdrehzahl her dann ein bisschen höher und will dann diese Drehzahl halten, dann merkt man so richtig, dann verschluckt sie sich so ein bisschen, also das knallt dann immer so in Richtung Luftfilter. Das hört sich also dann so für meinen laienhaften Sachverstand eben so ein wenig an, wie wenn ich dann eine zu magere Einstellung dann in Sachen Leerlauf dann habe. Weil bis zum gewissen Grad ist ja dann eben die Leerlaufdüse dann eben für den Motorlauf dann zuständig. Ich werde also in dieser Richtung dann experimentieren, dass ich also die Leerlaufdüse dann mal eine Nummer größer mache. Und ja, eventuell, das wäre dann noch meine zweite Idee, und oder, also optional, dann eben zusätzlich eine größere Hauptdüse rein in den Vergaser. Das gilt es dann eben mal auch eben dann dementsprechend auszutauschen und dann zu testen, wie ändert sich dann da der Motorlauf, läuft sie besser oder läuft sie dann schlechter. Also wie gesagt, das gilt es halt dann auch so ein bisschen zu beobachten, das wäre halt dann auch so meine Aufgabe für die nächsten Tage. Was mir dann hier jetzt gerade auch an dieser Kameraeinstellung auffällt, und zwar immer wenn man auf die Kameraeinstellung vom Fahrrad dann blickt, also aus Fahrerperspektive, das ist dann bei mir die Helmkamera in diesem Falle, da wird irgendwie das Bild immer trüber.
Jetzt geht's noch einigermaßen, wenn ihr dann so spätere Folgen dann von mir sehen werdet aus dieser Quadrologie von der Ausfahrt mit der Fuzzi, dann werdet ihr feststellen, irgendwann da ist es so trüb und nebelig, dass man also wirklich nur noch einen gewissen Bildausschnitt dann scharf sehen kann und der Rest ist wirklich vernebelt. Fragt mich nicht, warum oder wie das zustande kam. Ich habe also in diesem Falle dann auch mal so, wie fast immer, die Actioncam, die ich am Helm befestige, in einem Schutzgehäuse befestigt. Und warum auch immer dieses Schutzgehäuse, da ist mir vorne die Linse angelaufen. Ich weiß es echt nicht warum, weil das Wetter, das war einigermaßen trocken. Ich habe die Kamera und eben dieses Schutzgehäuse immer gleich gelagert, also bei gleicher Temperatur. Das Einzige, wie ich es mir vielleicht erklären könnte, dass das zustande gekommen sein könnte, an diesem Tag, da war es relativ heiß, also so schwül heiß, weil es am Abend dann aber dementsprechend heftiges Gewitter gegeben hat. Es war so richtig dampfig. Es kann sein, eben mit zunehmender Laufzeit von der Kamera, da entwickelt die Kamera auch eine gewisse Betriebstemperatur und dass da eben dann Temperaturunterschiede bestanden haben, weil die Schutzlinse nach vorne, die wird ja vom Fahrtwind dann sozusagen gekühlt. Hinten dann wiederum ist die Kamera, die eine gewisse Temperatur entwickelt und dann von links und rechts trifft dann sozusagen noch Temperatur auf die Kamera ein, eben dieses hitzig-warme, dieses drückend warme vorm Gewitter. Ich kann es mir also wirklich bloß so erklären, dass dieser Anlauf an der Linse vorne durch Temperaturunterschiede entstanden ist. Meine einzige Theorie, weil ich bin da in dem Falle leider auch kein Profi. Ich benutze Actioncams zwar jetzt auch schon seit etlichen Jahren, aber so ein Phänomen hatte ich ehrlich gesagt auch noch nie erlebt. Vielleicht wisst ihr ja noch eine weitere Antwort drauf oder habt eine Vermutung, was das sein könnte. Schreibt es mir doch bitte gern unten in die Kommentare. Ich freue mich auf jede Rückmeldung, auf jedes Feedback. Das bringt mich nämlich immer weiter. Ich kann aus jedem Feedback irgendwas lernen. Und im Großen und Ganzen war es das dann mit meinen Erläuterungen für diese Folge dann. Recht viel mehr fällt mir jetzt nämlich in diesem Falle auch nicht ein. So, und jetzt kommen noch so 2-3 Einstellungen, bis ich dann endlich mal sozusagen mein Grußwort sagen kann. Ja, da sieht man es jetzt, wie es trübe wird. Also nicht unbedingt lustig, aber eben, wie gesagt, vielleicht weiß ja einer von euch eine Lösung. Soll es mir in die Kommentare schreiben, ich freue mich drauf. Auf alle Fälle, die Linse habe ich wieder geputzt, also das Gehäuse ist dann wieder sauber, es ist kein Anlauf mehr drin. Also sauber ist es dann auf jeden Fall auch wieder, die Aufnahmen sollten dann das nächste Mal auch wieder besser aussehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ciao ciao, euer DaxTobi.